4 Millionen Muslime in Deutschland, die tragen zum Erfolg dieses Landes bei. Und deren Glauben ist der Islam und deshalb gehört inzwischen durch diese bei uns lebenden Musliminnen und Muslime, die, wie gesagt, ein Teil unserer Gesellschaft sind, auch der Islam zu Deutschland, aber einer, der verfassungskonform ist. 2015 haben wir richtig gehandelt, aber wir haben nicht alles richtig gemacht. Das eine oder andere ist auch falsch gelaufen. Das hätte ich gut gefunden, aber zu sagen, ich würde alles genauso machen wie 2015, da kann ich nicht so raten. Das, was die Menschen zu uns bringen, ist wertvoller als Gold. Es ist der Glaube an Europa. Das war das, was ich gesagt habe. Und natürlich bleibe ich dabei. EU-Türkei-Abkommen. Ich habe dafür sehr viel Kritik bekommen, als es dann endlich fertig war. Und ich halte es nach wie vor für absolut richtig. Wenn ich Bundeskanzler wäre, vorausgesetzt, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes geben mir dafür ein Mandat, werde ich nach Amtsantritt dem Europäischen Rat vorschlagen, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu beenden. Ich habe schon beim Glückwunsch gesagt an den amerikanischen Präsidenten, dass die Zusammenarbeit auf der Basis gemeinsamer Werte stattzufinden hat. Und in der Tat gibt es sehr viele Sorgen, auch jetzt gerade was die Korea-Frage anbelangt und die Aggression des nordkoreanischen Diktators. Ich glaube nicht, dass man ohne den amerikanischen Präsidenten diesen Konflikt lösen kann. Aber ich glaube, dass man in aller Klarheit sagen muss, für uns kommt nur eine friedliche, diplomatische Lösung in Betracht. Ein Mann, der mit Tweets jede Niedertracht in die Welt setzt, dem die persönliche Verunglimpfung seiner Gegner jedes Mittel recht ist, der ganze Bevölkerungsgruppen verleumdet, dem es nicht gelingt, sich vom Nazimob zu distanzieren. Hier muss doch ein deutscher Kanzler sagen, Ihre Politik, Herr Präsident, wird niemals die Politik der Bundesrepublik Deutschland. Sollte ich das Vertrauen der Bevölkerung bekommen, dann werde ich diese Maut nicht einführen. Kein deutscher Autofahrer wird mehr belastet. Aber das heißt, ausländische Autofahrer müssen bei uns zahlen. Ich finde das in Ordnung. Die Ehe ist immer noch für mich zuerst eine Verbindung von Mann und Frau, ja oder nein? Nein. Die Ehe ist jetzt für gleichgeschlechtliche Paare eingeführt. Aber für Sie persönlich? Im Grundgesetz ist sie so definiert, nach meiner Auffassung, dass es die Verbindung von Mann und Frau ist. Ich glaube, die Entscheidung, die wir getroffen haben im Deutschen Bundestag, ist eine befriedende Entscheidung. Europa, das geleitet wird von dem Gedanken, die Demokratien zu stärken in einer Zeit, wo Putin, Erdogan, Trump, solche Leute unsere Grundwerte infrage stellen. Für diese Idee eines europäischen Deutschlands, in einem starken Europa, habe ich mein ganzes Leben gekämpft. Ich glaube, dass ich mit der Mischung aus Erfahrung der vergangenen Jahre, in denen wir einiges erreicht haben, und der Neugier auf das Neue, in dem wir diese neue Welt so gestalten müssen, dass Deutschland auch in 10 Jahren ein starkes Land ist, ein sozial gerechtes Land, ein Land, in dem der Zusammenhalt auch wirklich gilt. Und dafür möchte ich arbeiten, für Sie und mit Ihnen. Und ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können.